Hallo und hallo Rita. Da kam Pausen-Rita wieder rein. Hallo, hallo. So, dann stehen wir doch hier mal wieder auf. Genau, hier gab es jetzt halt nur den Punkt zum... Ich mache das aktuell sehr oft, weil Kamera. Damit ihr versteht, was ich meine. In Anführungszeichen. Ich werde das wieder abgewöhnen, glaube ich. Oh Gottes Willen. Ich werde fast runtergesegelt. So. Dann schauen wir hier einmal nochmal auf die Seite. Weil hier kommen wir ja auch hoch. Aha. Ach stimmt, hier war dieses komische Satellitending. True. Das ist so weiß. Das Spiel, weil das so hell ist, oder was meinst du? So, aber was mache ich denn damit? Hey, warte, komm zurück. Ich wüsste, ich hab's mal wieder verbockt. Oh, okay. Oh. So, was macht man denn damit? Ich kann hiermit nicht interagieren. Hier, weil da geht es halt auch irgendwie rot rein. Und ich kann das ja aber nicht umlegen. Ja, da ist ein Schalter, den man anscheinend umlegen müsste. Aber ich habe die Aufgabe oder so noch nicht dazu und deswegen kann ich das noch nicht. Patch. Schadi, schadi. Ja gut, die Steine sind wahrscheinlich so eine Art Sandsteine oder so, ne? Die sind halt sehr hell. Oh, da hinten liegt ein Plüschi. Ich sehe das doch. Uno momento. Wir haben nämlich auch schon das allerbeste Plüschi der Welt gefunden. Wir haben schon ein Froschplüschi gefunden. Oh, das ist gar kein Plüschi. Oh, du bist kein Plüschi. Schade. Oh, da unten kann man sich hinsetzen, theoretisch. Von hier oben jetzt so angeln oder so, ne? Ich habe ja schon gesagt, ja, ne? Eigentlich brauche ich kein Spiel mit Story oder sowas. Gib mir einfach ein Spiel, wo ich rumlaufen kann und alles erkunden kann. Mit so Gesprächen und sowas und so ein bisschen hier, ne, angucken und so. Aber einfach nur rumlaufen und schauen. Mal schauen, was wird. Ja, ich brauche keine Story. Es geht auch voll gut ohne bei mir. Na gut, dann steigen wir hier mal ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will wieder Auto fahren hier. War wahrscheinlich jetzt immer nur so 2 Meter und dann bleibe ich wieder stehen und dann so, oh, da kann man auch hoch und hin und her. Könnte man halt, aber wahrscheinlich lerne ich das noch. Bin mir nicht sicher, aber ich kann hier an den Strand gehen. Es tut mir echt leid irgendwie, aber anschauen, gucken. Guck mal da ist das. Leute, ich muss das doch mitnehmen. Signal gestört, okay. Guck mal, hier könnte man sich hinsetzen, wenn man sitzen könnte. Oh. Lalalalalala. Oh, schwuppdi-duppdi-duppdi-du. Guck mal, hier ist eine Höhle, Leute. Ich kann doch hier nicht einfach dran vorbeifahren. Ach.
Leute, das geht so nicht. Ich liebe diese Höhle. Hab mich hier drinne immer wie die größte Abenteurerin gefühlt. Papa und Papst haben natürlich jedes Mal graue Haare bekommen. Papst ist wahrscheinlich denn der Opa, I guess. Die führt sicher das Handbuch 38 dafür. Das kann sein, vielleicht. Ich mag ja eher solche Spiele, wo man viel schnitzelt. Rita holt deine Axt draußen. Oder sich eine große Fabrik zusammenbastelt. Ja, das sind ja gar nicht meine Spiele zum Beispiel. Sowas wie Factorio und Satisfactory. Es gibt auch noch, weiß ich nicht, so Autobots oder sowas. Das ist alles nicht meins. Das ist alles nicht meines. Weil ich liebe es, die Natur quasi zu erkunden und rumzulaufen und sowas halt. Oder alles wieder hübsch machen und so. Und nicht alles kaputt machen und verwerten. Das ist irgendwie nicht so meins. Aha, hier wurde aber auch gesoffen, ne? Anscheinend. Da ist ein Rad. Be right back. Okay, mach das, Liefuhr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schwimmen kann. Ich glaube nicht. Ach so, ja, ich bin hier wirklich einmal im Kreis gelaufen. Cool. Den joggen wir mal wieder zum Auto. Oh, ich liebe es. Einfach rumdümpeln und gucken, was man hier macht, wo lang und ach, toll. Ich kann leider nicht schneller laufen, aber naja. Da hinten würde ich halt auch gerne noch umschauen, ne? Naja. Das ist halt wirklich, ne? Ich bleib hier alle 2 Meter stehen mit dem. Warte, da ist ein grünes Teil. Das muss ich auch. Leute, wir werden niemals da ankommen, wo ich hin will. Also, es tut mir ja wirklich leid. Also, aber, also. Umschauen! Mein Entdeckerdrang! Aber ich glaube hier. Hydroposten. Ich glaube, hier kann ich noch nicht viel machen. Außer die Malve hier einsammeln. Als ich klein war, habe ich noch zwischen die Stangen durchgepasst. Da passt du doch immer noch durch. Guck mal, hier liegen halt überall solche Teile rum. Ja, das sind so Türen für den Van dann wahrscheinlich. So. Aha. Guck mal, das kann ich nämlich aufmachen. Ich mache schon wieder Sachen, die ich wahrscheinlich nicht tun sollte. Naja. Egal. Feinder. Oh, hier sind Entchen. Komme ich hier jemals wieder raus, wenn ich hier reingehe? Ja, komme ich. Sollte ich hier schon sein? Wahrscheinlich nicht. Bin ich jetzt hier? Auf jeden Fall. Früher habe ich mich gerne zwischen diesen Rohren versteckt. Das war meistens dann, wenn ich traurig war oder die Schnauze voll von meinen Eltern hatte. Oh. Da ist auch Stuff drin. Ja, aber das Spiel wird schon genug Stuff wahrscheinlich eingebaut haben. Dino-Plüschi! Ich frage mich, warum dieses Kuscheltier hier ist. Ich wollte gerade sagen hier, ne? Das Spiel wird schon was eingebaut haben, damit ich hier nicht weiterkomme. Aber trotzdem eine kleine Belohnung bekam fürs Durchgucken. Voll gut. Entchen. Nack. Süßes. Fühlt sich jetzt zumindest nicht useless an, dass ich hier war.
Wollen wir es ja hier irgendwie auch noch ein Stück weiter geht. Schön die Teile hier wieder mitnehmen. Oh, das ist so cool. Das ist genau mein Spiel, glaube ich. Da ist jemand gewesen. Da ist gerade jemand da in die Ecke gegangen. Hier war gerade jemand. Ich habe den gesehen. Ich schwöre. Chat, ihr habt ihn auch gesehen, oder? Eddie Cloud sehe ich eine Technik für einen neuen PC zusammen. Wäre gut zumindest, ja. Schade, ich habe gerade gelöst. Ist nicht dein Ernst. Oh. Das ist nicht dein Ernst. Da war gerade jemand. Wirklich. Der ist dann aber in die Ecke gegangen und jetzt ist er weg. Ich habe mir den nicht eingebildet. Ich schwöre. Oh, man kommt hier ja wirklich schon lang. Das ist ja cool. Ein Zweibein? Das Plündern der Sammlung ist nicht gestattet. Das ist deine Sammlung? Hast du das gesammelt? Okay. Eine Uhr und ein Glas. Eine Bürste. Das Zweibein kommt der Sammlung zu nahe. Rückwärtsgang einlegen. Eine Nudel. Ein Mikrocomputer, der automatische Bewässerungsanlagen steuert. Unverzichtbar für jeden Garten auf Zigalo. Aha. Das Zweibein stiehlt die Sammlung. Hi. Gegenstand von Zweibein gestohlen. Also, hör zu. Du brauchst das Zeugs doch gar nicht. Alle Menschen sind schlecht. Ja, ist wohl so. Das Zweibein muss entfernt werden. Lösungsansatz wird gesucht. Oh Gott. Das ist jetzt der Endboss wahrscheinlich. Ich hab ihm seinen Mikrocomputer geklaut. Er ist der Endboss. Er wird mich irgendwann umfahren oder so. Oh Manu. Oder halt auch so Wirtschaftsspiele, wo du Ressourcen verwaltest und Städten hilfst, größer zu werden oder schlichtweg Geld zu verdienen. Ah, okay. Schade, dass das Genre fast tot ist. Ah. Stimmt, da kommt gar nicht so viel. Er ist wirklich nachher irgendwann der, ist er einfach der Endboss. Oh nein! Oh, das kann ich dir denn wieder hinstellen? Oh nein. Oh, Bibi, es tut mir leid. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Menschen sind wertlos. Oh Mann. Oh nein. Menschliches Verhalten ist nicht nachvollziehbar. Oh Gott, der Arme. Können wir doch mal neu laden? Warum den Roboter erst bestehlen und ihm dann helfen? Weil es mir leid tut. Zweibein wird ignoriert. Versuch fehlgeschlagen. Datenlage bezüglich Zweibein ist unzureichend. Mögliche Danksagung wird evaluiert. Oh. Es tut mir leid. Komm nie wieder, Zweibein. Ich kann es dann auch nicht zurückgeben. Ich habe es ja theoretisch noch in der Tasche. Ach, Mann. Ich kann verstehen, dass er mich hasst.
Ich würde mich auch hassen. Da oben liegt noch Stuff drauf, das sollte ich mir merken. Ein Sandwich-Dreieck, lol. Die neueste Rezeptur des Konsortiums ist über 30 Jahre alt. Lecker. Njom, njom, njom. Das heißt jetzt, ich looten und leveln, Leute. Looten und leveln. Ich muss doch looten. Pack mir doch da nichts hin, was ich nehmen kann. Plüschi! Ist das nicht mein altes Kuscheltier? Yes. Okay, hier ist aber sonst nichts weiter. Und die Tür da bekommen wir nicht auf. Wenn ich das richtig sehe. Hier, kein Saft drauf. Sag da nochmal was, dass ich wieder da bin. Die Menschen berücksichtigt nicht die Gefühle des Roboters. Oh. Das ist... Och, Manu. So, ich hatte gesehen, da oben war was drauf. Oh. Da. Ja, da sind halt noch diese komischen Ziplines. Da müsste man irgendwie noch hinkommen. Aber gut. Wir fahren erstmal weiter. Fahren wir überhaupt weiter? Ich bin mir bei mir nicht sicher. Komm, wir fahren wieder 2 Meter. Guck mal, da kommt man hoch, Leute. Es war nicht mal 2 Meter. Das ist so... Schade, man sieht ihn nicht, wo es da nochmal war. Stimmt, hier ist es ja aufgewiesen. Hier ist halt noch so viel mehr, ne? Da hinten geht es noch lang. Und von, genau, von hier sind wir nämlich hin. Also, da hat es angefangen quasi, da sind wir gelandet. Zwei Stück sogar. Die braucht man bestimmt. Das sind ja Bauteile. Wir können ja bestimmt Sachen bauen und so. Muss mal gucken. Hier wahrscheinlich hoch. Da hinten geht es ja auch noch rein und so. Ach man. Leider kann ich keine Kisten looten. Ja, was das mit den Teilen auf sich hat. Also, okay, das nimmt man nur auseinander. Aber wir hatten ja auch schon solche Türme... die man irgendwie anscheinend noch mit Strom oder sowas irgendwie einstellen kann. Da sind leuchtende Pilze. Haben wir Fallschaden? Sieht nicht danach aus. Ich
will mal ganz kurz aber gucken, wegen den leuchtenden Pilzen. Die sehen fancy aus. Oh! Das ist ein Raineto-Grab. Ein was? Das sieht doch aus. Also da nicht, aber da oben sieht es aus, ob man da hinkommt. Ja, da hinten geht es nämlich lang. Aha. Da geht's so hoch. Was? Wie, wo, was? Achso, Signal gestört. Ja. Hier lang? Okay, das ist nicht da lang, wo ich eigentlich hin wollte. Da. Das ist ein Lagerfeuer. Hallo? 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 Ah, bist du das, Curry? Kommt drauf an, wer fragt. Na, oh, Sarge. Schön, dich zu sehen, Kleine. Das ist ja schon Jahre her. Ich dachte, du wärst im Sturm verschwunden. Nein, ich war auf der Station. Ich sag mal besser nichts, aber ich denk mir meinen Teil. Hey, ich hatte doch keine Wahl. Na schön, immerhin bist du jetzt wieder hier. Sag mal, bist du gerade beschäftigt? Wenn ja, dann lass alles stehen und liegen. Ich hab einen viel wichtigeren Auftrag für dich. Schieß los. Ich kann dir vielleicht helfen. Ich brauche was zu futtern. Ich habe ein 30 Jahre altes Sandwich. Willst du das haben? Warum besorgst du es dir nicht selbst? Ich in meinem Alter macht man keine großen Touren mehr. Du hast also nur Hunger. Nein, mein alter Kumpel Polvron ist zu Besuch. Wenn die Nomaden da sind, koche ich immer ein Festessen für sie. Und ich brauche unbedingt 10 wilde Malven, 10 Sandwich-Dreiecke und 10 synthetische Müsli-Riegel. Wilde Malven, das ist die Vorspeise. Ich werde einen Salat machen, aber ich brauche was Frisches, Buntes aus der Region. Du solltest in Kalankwes fündig werden. Dann eine Sandwich-Dreiecke für das Hauptgericht. Ich werde eine Smörgastarta machen. Eine Sandwich-Torte. Aha. Sag doch Sandwich-Torte. Es müssten noch welche in den Ruinen rumliegen. Wir haben damals fast nichts anderes gegessen. Und dann noch synthetische Müsli-Riegel. Die sind fürs Dessert. Ich mache einen Kuchen daraus. Solche findest du in den Nomadenlagern auf Zigalo. Die Nomaden deponieren sie überall als Notration, falls sich jemand verirrt. Ist eine lange Kiste, also schicke ich dir das Ganze auf Toaster. Interessantes Festessen. Kann ich auch kommen? Doch, mal sehen. Das musst du dir erstmal verdienen. Ach komm. Ich hab gesagt, mal sehen. Na los, ab mit dir. Ich brauche meine Zutaten. Okay, Chef. Ja, da. Du willst viel. Ach so, So sehen Nachrichten aus, wenn es gestört ist. Okay. Oh, da kann man die allgemein gar nicht mehr lesen. Okay. Ja, gut.
Na gut, wenn wir Malven brauchen, dann nehmen wir Malven mit. Und da ist noch ein grünes Teil. Mal hier lang. Da ist noch so ein rotes Teil. Ist sonst nichts. Und wo war das grüne Teil? Hier, ne? Ja. Kann man hier wieder chillen? Ja, kann man. Cool. Schüp, schüp. Schon kann man mal auf die andere Seite gucken. Da ist nämlich die Höhle, wo wir vorhin kurz drin waren. Da ist der Laster. Ja. Cool. Was ist das da für ein komischer Ballon hinten eigentlich? Oh Gott. Irgendwie immer trotzdem Angst, dass es doch noch Fallschaden gibt. So, warte, jetzt kann ich auf Toaster gucken, ne? Gut geschlafen. Komm in die Werkstatt, sobald es geht. Wir müssen über den Störsender und die Kalan-Quest sprechen. Ja, der ist wirklich ein besonderes Ärgernis. Stimmt, das hatten wir schon, oder? Genau, das ist das Ziel, glaube ich, oder? Ah, hier, wir können reinzoomen. Ja, da sollen wir hin. Das ist ein Froggo. Heiler. Hylia. Hyla? Heiler? Ich weiß es nicht. Das sind Froggos. Fuskus und Rana. Das sind Frösche. Wo bin ich? Da bin ich. Okay. So, und das hier ist alles mit vom Störsender wieder aufgedeckt. Okay. Und hier sind noch so Fragezeichen. Hier auch. Das heißt dann wahrscheinlich, dass wir da einfach noch nicht waren. So, hier Festessen. 10 wilde Malven. Das wäre jetzt gut, wenn das irgendwo stehen würde, wie viel wir davon halt haben, ne? Aber gut. Oh, halt, warte, da ist noch eine Malve. Moment. Nein, ich bin doch nicht eingestiegen. Was soll denn das? Wie gemein. Stimmt, warte mal, da oben kann man doch auch noch hin. Oh Mann. Und hier ist noch ein grünes Teil. Leute, dann gib mir doch kein Auto, wenn ich nur alle 2 Meter so... Oh nein, warte, ich will nicht zurück zum Bus. Moment. Oh, guck mal, hier liegen so viele Räder und Bauteile und sowas rum. Da kann man auch safe noch ein neues Auto bauen von. Ja, auf dem da war ich. Dann wollten wir hier noch rüber. True. Und mal gucken. Da ist ein rotes Teil. Und ein grünes. Einfach die ganzen Bauteile klauen. Auch ja, auch niemand. Steht kein Name drauf. Ist meins. Ich weiß halt auch nicht, wie selten die sind, wie viele man davon braucht. Warte. So. So.
Ich finde, ich habe richtig gut hier eingeparkt, ja. So, hi. Nefle, du errätst, das errätst du nie. Rose hat mir ihren Bus geliehen. Jetzt kann ich mich auf die Suche nach dem Notrufsignal machen. Wenn ich nur wüsste, wo ich anfangen soll. Oh, das ist top. Sie muss echt Riesenstücke auf dich halten. Wahrscheinlich, vielleicht. Also, ich bin ja schon eine ganze Weile hinter den Störsendern her. Ich habe Baupläne für verschiedene Hilfsmittel vorbereitet, um sie alle ausfindig zu machen. Das Einzige, was mir noch fehlt, sind die notwendigen Bauteile. Oh, da bist du bei mir genau an der richtigen Adresse. Ich habe unterwegs schon haufenweise mitgenommen. Mhm. Bauteile? Wie was zum Beispiel? Ach, du hast ja schon welche gefunden. Elektronische Teile, die man aus kaputten Geräten rausholt. Sowas halt. Aus denen extrahiere ich die seltenen Metalle und Mikrocontroller, die mir fehlen. Aber Achtung, nicht alle sind gleich nützlich. Die meisten Bauteile geben nicht mehr her als ein paar Transistoren oder Spulen. Bestimmte Konsortiumsgeräte sind aber wahre Goldgruben voller seltener Teile und Legierungen. Ich glaube, man kann sogar Quantenkristalle finden. Also, ich bringe die Bauteile, dann pflückst du sie auseinander und fängst an zu basteln. Kommt das hin? Ja, so ziemlich. Die Details findest du jedenfalls auf Toaster. Sobald du genug gesammelt hast, lass ich alles stehen und liegen und wir bauen das nächste Gerät, was ich brauche. Okay, aber inwiefern hilft mir das, das Signal zu finden? Manche Störsender sind schwer zu erreichen. Du musst sämtliche Ruinen auf den Kopf stellen, aber man kommt nicht überall einfach so rein. In den Ruinen findest du bestimmt auch Bauteile. Oder frag die Leute, ob sie dir welche geben, im Gegenzug zu einer kleinen Gefallen. Ich soll also Bauteile sammeln, während ich spazieren gehe und Taxi spiele. Geht klar. Zumindest sehe ich sowas von der Welt. Sobald du hast, was wir brauchen, können wir eine Antenne bauen, um die Störsender zu orten. Ich habe schon länger daran gearbeitet. Also fehlen nur noch ein paar Bauteile, bis das Ding einsatzbereit ist. Nebenher kannst du dich noch um die Störsender kümmern, den ich in den Kalankwiss gefunden habe. Ich markiere ihn dir auf der Karte, dann kannst du gleich loslegen. Nice. Damit habe ich alle Bauteile für die Antenne beisammen. Naja, weil wir haben ja schon, ne? Jetzt schnell zurück zu Deflis. Ja, ich stehe noch davor. ne? Ah, die die Baupläne für die Antenne. Nifle schreibt, stöbert Störsender im Handumdrehen auf. Oh, es dauert mehrere Tage, bis das Gerät fertig ist. Die Bewohner von Cigalo werden sich anderen Dingen zuwenden und du wirst ihnen bei ihrer aktuellen Aufgabe nicht mehr helfen können. Oh, bitte versichere dich, dass du alles erledigt hast, was du in diesem Kapitel vorhattest. Befristete Aufgabe, lass uns anstoßen. Oh, warte, dann wird später wiederkommen. Oh, das ist aber nett, dass mir das Spiel das Bescheid sagt. Hier, hallo zusammen. Sarge, kannst du mich auf dem Dorfplatz besuchen? Wir wollen eine kleine Willkommensfeier für dich organisieren. Oh, danke, ich komme vorbei. Eine menschliche Feier? Ich bin so gespannt. Der Frogo. Eieiei, warte mal. Haben wir's? Wollte ich mal kurz gucken. Okay, ich habe alles, was ich brauche. Perfekt, der Plan ist schon fertig. Gib Bescheid, wenn du los willst. Schau mal, der Störsender in Kalankwiss müsste sich innerhalb dieses Bereichs befinden. Ach, vielleicht auf dem Turm beim Raumbahnhof? Kann sein. Checke das mal ab. Wenn ich unterwegs Bauteile finde, bringe ich sie mit. Okay.
Dann möchte ich den aber einmal... Ah, aber das ist ja cool, dass mir das trotzdem halt Bescheid sagt, von wegen, hey, du, wenn du das jetzt hier baust, dann ist das halt alles gone, ne? Hier habe ich so viele Abende mit meiner Clique verbracht. Das war eigentlich die Gemeindevorratskammer, aber wir haben sie uns ganz gemütlich hergerichtet. Ah, okay. Mit dem Fernseher auf jeden Fall. Aha. Mich auch. Ist auch so ein Bauteil. Okay. So, dann würde ich hier noch einmal hochgehen, weil hier waren wir noch nicht oben. Mal gucken, ob wir hier auch noch was finden. Okay, hier sieht es nicht so danach aus. Dann einmal noch auf die andere Seite. Oh je. Hier haben früher mal Leute gewohnt. Oh. Ja, jetzt nicht mehr. Guck mal, da ist doch dein Haus frei. Da kann ich doch dann bestimmt drin wohnen. Dann müsste ich nicht in so einem Van wohnen. Oliver. Apriko, geh und sag Hallo zu Sorge. Tschüss. Apriko, das heißt Sorge, nicht Soos. Nee, hier sollte ich, glaube ich, nicht lang. Wobei, man könnte... Oh, da hinten, da ist die Kamera, wo wir beobachtet worden sind. Aha. Kamera. Eine Kamera auf einem Stativ. Sie ist voller Sand und der Film ist unlesbar. Mhm. Dieser Apparat hat sich sicher gute 40 Jahre auf dem Buckel. Aha. Aber auf was war der ausgerichtet? Na da, wo wir halt waren. Okay, da kommen wir nicht hoch. Mit das hier, so also mit euch könnten wir theoretisch noch reden, oder? Was ist das hier? Achso, nö, irgendwas anderes. Hier geht's nur aufs Dach. Oh, ich hab so ein Dingsspiel gemacht hier so. Oh, Rana, wir haben schon so lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Dieser Störsender sind die Hölle. Keine Sorge. Nifli hilft mir dabei, die. Ja, Nifli. Sehr. Hat mir schon vor Tagen versprochen, die Sender abzuschalten. Ich warte immer noch. Ich werde ihm noch mal Dampf machen. Ja, machen wir. Fuskus! Sorge, du bist wieder da. Ja, wie geht's dir? Ich kümmere mich um die Tetos und unsere Höhlen, wie immer. Ich muss unbedingt mal bei euch vorbeikommen. So. Fußball! Nein! Jetzt habe ich ihn da in die Ecke verbackt. Mist! Ich wollte Fußball spielen. So. So. Hey, Jukka, du wolltest was von mir? Ja, sag mal. Bist du froh, wieder da zu sein? Ich hab dich so vermisst. Ach du.
Ich hätte dich alle so lange ignorieren sollen. Oh, ich hab dich auch vermisst. Ha, wusste ich's doch. Und Papa ist immer noch nicht da. Tja, sein Pech. Ich hab dem ganzen Dorf gesagt, dass wir deine Rückkehr groß feiern werden. Oh, das ist aber nett. Warum ist da hinten... so ein Life is Strange Wirbelsturm? Entschuldigung, ich muss bei sowas immer daran an den ersten Life is Strange Teil denken. So. Oh, das ist aber nett. Yep. Und wenn du mir mal... Fliege. Und wenn du mir mal kurz hilfst, dann gibt es auch was Feines zu beißen. Okay. Und schwebt dir da was Bestimmtes vor? Hm. Also wir bräuchten Tapenade von Clementine, Ziegenkäse von Oliver und Brot von Safran. Und könntest du mir auch deine hausgemachte Minzlimo mitbringen? Die liebe ich total. Klar. Und ich gebe den anderen auf Toaster grünes Licht. Gut, jetzt brauchen wir noch Tische. Danke, Jucker. Ich besorge das Zeug für unser Buffet und dann komme ich. Nice. Eine Willkommensfeier für mich. Wie toll. So, das müsste das sein, ja. Hey, Safran, Clementine und Oliver sind im Dorf. Fliege. Geh und frag sie nach Futteralien für die Feier. Ja, ich habe frische Tapenade und ich kann Ziegenkäse beisteuern. Brot. Ja, Safran ist nicht sehr froh, dass wir da sind, ne? Er war nur so Brot. Ja. So. Dieser Störsender war der reinste Albtraum. Erzähl, ich bin nicht ganz auf dem neuesten Stand. Ich konnte nicht mehr auf den Consor-Shop zugreifen, wo wir unsere Medikamente bestellen. Oh, was, ehrlich? Ja, zum Glück hat Nifle diesen Lieferjob angenommen. Ich muss sagen, ich hätte bei Nifle eher was Technisches erwartet. Und Rose hilft mit ihrem Bus, die Lieferung zu verteilen. Ach, Rose ist einfach die Größte. Sie ist die gute Seele unserer Gemeinde. Ich habe großen Respekt vor ihr. Aber ich mache mir auch Sorgen um sie. Sie weigert sich, zur Station zu fliegen, um sich behandeln zu lassen. Bei Oliver ist sie bestimmt in guten Händen. Ja, bei hier auf Zigalo sind die medizinischen Möglichkeiten einfach begrenzt. Nun, ja, aber sag... Wolltest du was Bestimmtes? Ja. Kannst du ein bisschen Tapenade für heute Abend entbehren? Ja, klar. Was denkst du denn? Hier, ich habe immer einen Becher dabei. Okay, cool. Ich habe auch immer Tapenade dabei. Danke, Clementine. Nina, hallo. Na, ihr habt doch heute auch Spiele angespielt, wie ich gesehen habe. Ihr habt doch auch irgendwas mit so einem Van einrichten war das, ne? Ich erinnere mich da schon ein bisschen dran. Aber ich muss euch enttäuschen. Wir machen gleich eine kurze Pause. Wir machen gleich eine Pause. Aber wie hat euch das Spiel gefallen? Ich habe da vorhin ganz kurz reingeluschert. Ihr habt ja wieder Demos angespielt, ne? Wahrscheinlich nicht nur eine. Ja, Tapenade, zerdrückte Oliven und viel Liebe. Ja. Ja, ich wollte nämlich gerade hier, ich wollte den Text noch zu Ende lesen und wollte gerade Pause machen. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für den Raid. Dankeschön. So, der da hat den Ziegenkäse. Machen wir noch ganz kurz weiter. So, hallo Oliver. Oh, das kleine Monster da kenne ich ja noch gar nicht. Oh, Sorge, hallo. Darf ich dir vorstellen? Das ist Apriko, das Kind von Clementine und mir. Was? Oh, okay. Hallo Apriko.
Ein Käse. Das ist gerade Aprikos Lieblingswort. Na, das passt ja. Ich bin nämlich hier, um welchen für die Feier später zu holen. Ah, super. Bedien dich. Hast du gehört, Apriko? Heute Abend gibt's Käse. Käse. Ziegenkäse. Aber woher kommt die Milch? Ah, wir haben schon Ziegen gesehen. Alles gut. Wir haben schon Ziegen, haben wir auch schon gefunden. Hier wohnen Clementine, Oliver und Apriko. Zum Glück bin ich weit genug weg, dass ich nachts das Geplärre nicht hören muss. Wow. Wow. Okay. So, wo ist denn jetzt der uns nicht leiden kann? Da hinten. Der hängt im Ofen. Okay. Dann sind wir ja noch rechtzeitig reingeslidet, quasi, ja. Demos waren heute so lala. Oh no. Over Magica. Magica. Ist gar nicht meins. Campervan war mir etwas zu friemelig. Stimmt, Campervan, das habe ich gesehen gehabt. Ja, von diesem Over Magica hatte ich mal, ich glaube, bei Sam mal kurz was gesehen. Also bei Nerdshit. Ich glaube, das hatte sie mal angespielt gehabt. Aber da muss ich auch sagen, es ist auch nicht so meins. Das kann ich sehr nachvollziehen. Es war irgendwie auch nicht so meins. Aber das Campervan, das habe ich sogar auf der Wishlist. Das sah eigentlich ganz interessant aus. Aber dafür sind ja Demos vor allem echt gut, dass man es mal ausprobieren kann und mal schauen kann. Und ob es einem gefällt oder nicht. Aber das Spiel ist, glaube ich, auch gar nicht draußen. Von daher, vielleicht kommt da noch was. Vielleicht wird es nicht mehr ganz so friemelig. Townscraper war ganz nett. Townscraper war das, wo du einfach so Häuser hochziehst, oder? So in verschiedenen Farmen und sowas, glaube ich, war das, oder? Und die sich dann so auch so miteinander verknüpfen und sowas. Ich glaube, ich habe das Spiel. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, ich habe es. Und Ever After Falls hat endlich Laune gebracht. Ever After Falls. Das habe ich sogar auf der Wishlist. Oder habe ich sogar gekauft? Ich bin mir actually nicht sicher. Aber ich glaube, das habe ich auf der Wishlist. Das müsste ich selber mal nachgucken. Warte mal. Ever After Falls. Das sagt mir nämlich was. Habe ich da. Ist das schon draußen? Nee, okay, ich habe das nicht. Aber dann habe ich es auf der Wishlist auf jeden Fall. Weil das sah, glaube ich, ganz cool aus. Ja, hier auf der Wunschliste. Ich habe es noch nicht gekauft, aber ich wollte. Ha, das ist es. Ich wollte kaufen. Ever After Falls. Ja, das sah nämlich ganz, ganz süß aus. Das, mein einziges Problem ist, ich bin ja nicht so der Stardew-Mensch. Und ich fand Stardew halt sehr schnell sehr langweilig. Leider. Ich weiß halt nicht, wie es denn bei so einem Spiel zum Beispiel ist. Ne? Das ist dann ist immer schwierig, aber das habe ich auf der Wishlist, ja. Alleine durch den Screenshot mit diesem riesen Froggo, der da ist, mit den Pilzen auf dem Kopf. Das ist schon super. Townscaper ist, ist ein Rätsler. Oh. Jemand gibt dir Anhaltspunkte und du baust dann ein Bild einer Stadt nach. Aber doch, dann habe ich aber, ich glaube, das richtige Spiel im Sinn. Warte mal. Das muss ich ganz kurz. Ja, doch, das ist das Spiel, was ich meine. Das kostet 6 Euro, das mit dem bunten Häuschen. Quasi. Ist schon das, was ich meine, aber hab's vielleicht ein bisschen doof erklärt. Stimmt, davon gibt's, glaube ich, auch eine. Gab es davon nicht noch eine VR-Version? Ich glaube, es gab eine VR-Version und ich glaube auch diesen Kreativmodus, mit dem du kannst halt selber verschiedene Sachen bauen und so. Ja. Ja, doch, doch, doch. Das ist das, was ich meinte. So. Campervan dachte ich halt auch, das würde mir Spaß machen, weil ich Unpacking mochte. Oh ja, Unpacking ist super. Demo fühlt sich etwas buggy an. Oh.
könnte die Hängestränke gar nicht richtig befüllen. Oh, schade. Aber das Spiel ist ja auch noch nicht draußen. Das ist ja noch eine Demo. Vielleicht kommt da ja noch was. Das wäre auf jeden Fall dann schön, wenn da nochmal die Steuerung dann ein bisschen angepasst wird. Weil ich habe das auch auf der Wishlist. Ja, hier. Genau. Campervan, make it home. Genau. Weil das sah voll süß aus. Mit dem Einrichten und cozy schmozy machen und so. Ja. Oh lol. Ja, ich habe mich vertan. Ah, wir haben Town Frame gezockt. Au, okay. Town Frame kenne ich wiederum nicht. Mal. Town Frame. Town Frame sagt mir nichts. Moment. Oh, jetzt sehe ich, was du meinst. Ah, jetzt sehe ich das auch mit den Hinweisen hier. Oh, okay. Oh, das sieht interessant aus. Das war ganz nett, sagst du, ja? Das sieht nach einem guten Spiel für zwischendurch aus, wenn ich ehrlich bin. Das sieht nach sowas aus, was du nebenbei mal spielst oder so. Wenn du, keine Ahnung, guckst gerade nebenbei eine Serie oder sowas und willst aber trotzdem noch irgendwas machen oder so. Ich glaube, das ist ein guter Lückenfüller dafür. Wäre für mich eher das Handygame. Was, ja, genau sowas. An sowas musste ich jetzt auch gerade denken. So, vielleicht so als Handygame, so für nebenbei oder sowas. Ja, sehe ich. Sehe ich auf jeden Fall. So, wir reden aber noch mal ganz kurz hier mit dem hier. Sorge, was willst du? Ach komm schon, ein bisschen nett sein tut doch nicht weh. Werd mal nicht frech, junge Dame. Ach, sei doch jetzt nicht so. Sei doch nicht so. Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Wie oft hast du dich gemeldet, seit du weg warst, hä? Ich... Egal. Du bist sicher hier wegen dem Brot. Bedien dich. Hör zu, es tut mir ja leid. Ja, genau. Ich habe mich nämlich bei gar niemanden gemeldet. Also tu nicht so, als wäre ich ganz besonders unfair zu dir gewesen. Danke, dass du mir Backen beigebracht hast, als ich klein war. Das hat Spaß gemacht. Ich bin ein alter Miesepeter, ich geb's ja zu. Wir haben Dave gefunden. Da, alter Miesepeter. Da ist er. Tut mir leid. Ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder zusammen in der Backstube stehen. Es war eine coole Zeit damals. Mit dir als Lehrling. Und wir könnten hier ja wirklich jede Hilfe gebrauchen, um bei der Lebensmittelversorgung unabhängiger zu werden. Okay, warum nicht? Ich nehme den Leib für mich mit. Wir sehen uns später. Okay. Und habe ich einen Spieler gefunden. Hallo, hallo. So, Safrans Brot. Man merkt, dass er seinen Groll gegen die Welt in jeden Arbeitsschritt gesteckt hat. Wow. So, ich habe alles gekriegt. Yes, wir haben jetzt alles. Dann kann die Feier ja theoretisch starten. Yuka sollte mit dem Tisch auch schon fertig sein. Ja, aber wir machen hier eine ganz kurze Pause, bevor wir hier zu meiner Willkommensfeier gehen, die ich gefühlt alles besorgen musste. Naja, passt schon. Und dankeschön für 35 Monate Resub. Dankeschön. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den Emotes, Spieler. Dankeschön. So, und wie gesagt, wir machen jetzt einmal ganz, ganz kurz eine kleine Pause. Bis gleich.